Hallo, mein Name ist Pietro Lombardi und ich lebe nach dem Motto: einmal erster Platz, immer erster Platz. Ah. Hallo, liebe Freunde, ich bin Benny 31 und ich habe einen grünen Daumen. Ich bin gut in Fortpflanzung. Ich bin Mareike 24 aus Mainz und zu meinem perfekten Obstsalat fehlt nur noch die goldene Ananas. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Erkennst du den Song, eurem liebsten Musikquiz hier auf YouTube. Und ihr habt es am Anfang wahrscheinlich schon gesehen, wir haben ein neues Intro. Wir mussten das Intro leider verändern, weil das Label dieses Songs möchte nicht mehr, dass wir den Song spielen. Deswegen haben wir uns jetzt von unserer tollen HR Big Band ein Erkennst du den Song Intro-Song machen lassen. Der ist doch viel besser. Daumen nach oben nicht vergessen. Heute mit zwei unglaublich tollen Gästen. Der war schon mal hier, hat abgeräumt. Pietro Lombardi! Und zu meiner linken Wildcutterin Mareike! Yeah! Auch heute geht es wieder um die goldene Ananas. Wenn ihr Bock habt, hier auch mal an Mareikes Stelle zu stehen, dann bewerbt euch doch gern in den Kommentaren mit eurem Lieblingssong, einer tollen Begründung. Und welches Gastgeschenk bringt ihr uns mit? Oh, ich bin das geschwitzt. Hände weg vom Buzzer. Nee, Sie müssen hier so sein. Genau. Los geht's. Nein. Ariana Grande Positions. Ja. Ja. Ich liebe Ariana Grande, das muss. Sorry, ich liebe sie. Ich hätte es nicht gewusst. Aber das passt ja zu deiner Aussage. Du hast dich selbst Musikgenie genannt. Ja. Ah, echt jetzt? Das ja. Passt ja. Das Ding ist, also, das ist so meine größte Krankheit, was auch immer, dass ich Lieder wirklich. Also, ich kann das einfach. Also wenn ich es aber wirklich nicht kenne und noch nie gehört habe, dann habe ich ja wirklich keinen Plan. Aber ja. Wenn ich es schon einmal gehört habe, dann habe ich das eine gute Chance. Einmal hören. Und ja. Oh Gott. Ja, aber okay, wir sind raus. Ja, ich wollte gerade sagen. Nee, okay, Leute, ich will nicht zu hoch stapeln, aber die Interpreten sind manchmal zu noch spät. Ein Problem. Bist du auch Musikgenie, Pietro? Du bist natürlich echt begabt, musikalisch, aber. Also es ist tatsächlich Rap, Deutschrap gar nicht. So ein bisschen oldschool, ja. Ja. Meine eigenen Songs würde ich auch erkennen, aber nicht alle wahrscheinlich. Ja. Nur die selbstgeschriebenen. Also keiner. Kennst du Dicht und Doof? Rudi, der dritte Schwein. Come on! Ja! Genau. Dardan. Mabe. Wo bist du? Was ist denn hier? Hä? Na super! Ja, es waren oft wunderschöne Zeiten. Jo! Das sind die Flippers. Wir sagen Dankeschön. So geht's für mich! Dankeschön. 40 Jahre die Flippers. Ich bin raus. Flippers. Du kennst dich die Flippers? Doch, aber den Song kenne ich nicht. 40 also, Jahre ist doch gerade ein Viral-Hit. Das ist der Hit. Echt? Apropos Hit, es passt ja. Du hast letzten Freitag deinen neuen Song rausgehauen. Der heißt Ciao Bella. Riesenapplaus dafür. Ja! Yeah. Ciao Bella, wann sehen wir uns wieder? Das Wasser klar wie Tequila. Weiß nicht, ob ich mal so verliebt war. Wie ist die Resonanz der Fans? Was sagen die? Wie finden die den? Die mögen das, das ist schön. Die lieben schön. Das. Ja. Ciao Bella ist auch italienisch, das liebe ich auch. Warst du schon mal in Italien? Ja. Und wo warst du da? Am Gardasee. Auch schön. Oh, schön. Auch schön, ja. Ich war auf Sardinien, ist auch Italien, ne? Oh, muss man mögen, muss man sich leisten können. Wo war ich da? Machst du oft Urlaub? Nee. Geht gar nicht, ne? Nee, also ich bin tatsächlich am liebsten zu Hause, da habe ich es mir schön gemacht und deswegen, ich brauche keine. Du hast ja ein wunderbares Haus, da bin ich auch immer wieder neidisch. Du hast ja 5 Etagen und kannst einen Aufzug und hammergeil. Fenster auf. Ah, wie heißt das? Jo, das ist nämlich, Altavir ist schon mal nicht falsch, richtig? Es ist Ich und ich mit Du erinnerst mich an Liebe. Falsch. Ich und ich vom selben Stern. Ja. Also ja, ich wollte den Tweet auch hier lassen. Adel-Tawil, viele Grüße an dieser Stelle. Du hast ein Geschenk mitgebracht. Jawohl. Also, show me. Ich komme ja aus Mainz. Aha. Und bei uns ist es ja bekannt, Weck, Wurst und Woi zu essen und zu trinken. Und zwar als Weck habe ich dir euch zwei Brötchen mitgebracht. Ja, darf ich die hier nehmen? Als Wurst eine wunderschöne Fleischwurst. Aha, vom Metzger. Und dann noch als Wein, ein Wein vom Weingut meiner Eltern. Wow. Ja. Jawohl, das ist ein riesig Spätlese Trocken und ich hoffe, er schmeckt euch. Isst du Wurst und Brötchen? Heute nicht, aber sonst ja. Aber der ist also eisgekühlt und die ist auch noch kalt, also wir können entweder anstoßen. Man kann ja auch das in den Wein rein. Kannst du auch, aber... Das riecht aber schon sehr frisch. Riecht gut, oder? Riecht nach neuen Eissorte für dich, Pietro. Jawohl. Ja, Fleischwurst. Wurst und Wein. So, nochmal dafür einen Riesenapplaus natürlich. Ja.
Hot Summer von Monroes. Ja. Hey Gott! Wir sind tot! Das ist ja unglaublich. Das ist fast unverschämt. Von Monroes, Alter. Das ist Monroes. Die sind doch toll. Das sind die auch. Toll. Früher gehört Monroes. Ja. Es gab ja Monroes und es gab Overground und Queensberry und Nu Paradis. Nu Paradis natürlich, die überhaupt die geilste Band ever. Die haben sich auf einen Tag aufgelöst. Finde ich so schade. Hast du auch Bock auf eine Band vielleicht, dass du mal in der Band singst? Nee, ich bin glaube ich nicht so der Bandkünstler. Dann wäre ich wahrscheinlich nicht der Frontmann, weil ich jetzt nicht der krasseste Sänger bin. Weißt du? Du bist der krasseste, natürlich bist du krasser Sänger. Yeah! Ich würde auch immer, wenn ich das sehe, ich würde immer so gern singen können, aber kann ich nicht. Kannst du singen? They try to make me go to rehab, but I say no, no, no. Da, 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 the way I come back, I say no, no, no. Wow. Weißt du das? Du, ey, ganz ehrlich, oder? Ja, nicht so geil. Nee, aber ich dachte jetzt, du kannst nicht singen, aber ja. du kannst, also es geht. Ich würde dich auch weiterlassen. Würde ich dann erst den Recall rausschmeißen. Ja, das ist der gelbe Zettel, der reicht mir. Okay. Ja, klar. Auf jeden Fall ist das leider vom DJ Schürze und wie heißt der andere Kompagnon? Detlef, keine Ahnung. Detlef? DJ Robin und Schürze mit Laila. Laila kennst du doch wohl. Ja, 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 aber ich hätte ein bisschen gebraucht. Also ich hätte es auch jetzt nicht erkannt, du hast eine gute Vorlage gemacht. Ja, jetzt habe ich mir quasi ein Eigentor geschossen, das geht ja überhaupt gar nicht. Oh nein, ich werde einfach nicht erster Platz. Du hast 4 Punkte, ne? Matchball. Oh. Ich hab gehört, dass du ganz viel über Faultiere weißt. Ja, tatsächlich. Es sind einfach meine Lieblingstiere seit ein paar Jahren. Und irgendwie, ich liebe dich. Aber sind die wirklich faul? Ja. Also die schlafen 20 Stunden am Tag. Die bewegen sich nur zum Essen und zum Geschäft. Ja. Die Fiete und ich? Ja, und ich auch. Ich reihe mich da auch mit ein. Oh nein. Ja. Von wem ist das nochmal? Scheiße. Sean Kingston Everyday. IS Replay. Ja, ja, ja. Damit gewinnt Mareike. Kennst du den Song? Wow. Mareike, das ist auseinandergenommen. Mag keine Temperaturen liegen, Peter Bier ist tierisch warm, sind nicht konzentriert genug. Aber du bist ja wirklich ein Musikgenie. Das heißt, du hast echt dein Versprechen gehalten. Ja. Hammergut. Muss man jetzt mal nachmachen, oder? Chapeau. Man muss auch verlieren können, weil da zeigt sich der wahre Gewinner. Ich gönne dir den Sieg natürlich. Ja, danke. Auch danke für die leckere Wurst. Ja, bitte. Lasst sie euch schmecken. Ja, Ciao Bella ist online hier und überall zu hören. Streamt das. Die Privatperson, wenn ihr wollt, empfiehlt nicht die Person des öffentlichen Lebens. Darf ich ja nicht. Und wir gehen jetzt in die tolle Endcard. Zwar gibt es oben ein Video vom Gott, lieben Fußballgott, Manu Thiele. Und zwar das neueste Video vom Fußballfachmann Manu Thiele. Und unten gibt es die letzte Folge. Er, du, Song. Tschö!